Da, Kupfer. Kupferdraht rollt dort durch die Gegend. Der Pickel am Ei eines räudigen Dorfgöters. Mach sie scharf. Ein bisschen Rettung kann nie schaden. Lass mich immer durch, Digga. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. So mache ich das auch, wenn ich immer von der Arbeit nach Hause komme. Gleich durchs Fenster. 42 Kills. Yo, moin moin und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Runde auf dem Schlachtfeld. Dieses Mal... Yeah. Wie er angerutscht kam. Dieses Mal bin ich mit der Schrotflinte unterwegs und habe schon 5 Kills gemacht. Leider habe ich Drops vergessen, die Spielaufnahmen zu starten. Facecam lief, Audio lief. Was habe ich vergessen? Das Spiel selbst mit aufzunehmen. Naja, gut. Machen wir das jetzt. Oder besser gesagt, haben wir jetzt getan. Das Problem an der Schrotflinte ist natürlich die geringe Reichweite. Ansonsten macht das Ding hammermäßigen Schaden. Außerdem muss ich noch erstmal die Bombe scharf machen und dann mit der Schrotflinte die wöchentliche Aufgabe erledigen. So, Bombe ist scharf gemacht, jetzt müssen wir bloß noch warten, dass jemand, und da ist schon jemand, schleiche ich mich natürlich von hinten ran, bin ja nicht blöd, und lass mich abknallen. Nein! Ah! Ah! Dieses Ding hat mir mein Sohnemann geschenkt. Oh, Anton ist explodiert. Und ich bin tot. Da, Kupfer, Kupferdraht rollt dort durch die Gegend. Die Kupferrolle liegt immer noch dort. Woanders reißen sie sich die Finger ab. Für einen Meter Kupfer. Bam. So. Ach ja, der Grund, wo ich ihn gerade gesehen habe, der Grund dafür, dass ich jetzt hier mit Schrotflinte rumrenne, ist nicht nur die wöchentliche Aufgabe, sondern auch, dass ich einfach die Schnauze voll habe von diesen Typ 2A-Typen oder Schrotflintentypen. Scheiße, scheiße. Zielberta ist schon wieder entschärft worden. So, ach ja, weil ich immer von Typ 2A Leuten erschossen werde oder von Leuten mit einer Typ 2A oder von Leuten mit einer Schrotflinte, habe ich mir gedacht, nehme ich selber mal eine Schrotflinte. Oh, Kamerad liegt in der Ecke. Und ich auch. Man muss dazu sagen, dass wir auch hoffnungslos in der Unterzahl sind. Also 12 zu 15. Aber ich glaube dennoch, dass es ein gutes Spiel wird. Ich habe es im Urin. Die Schrotflinte wird mich zu ungeahnten Möglichkeiten führen. Glaube ich, hoffe ich. Will ich doch meinen. So, wo ist da hin? Wo ist da hin? Hier war doch gerade einer. Wo? Hallo? Zack. Schon gab es einen aufs Pelzchen gebrannt. Kleine Trippelschritte? Mickey-Maus-Schritte? Wo? Wo? Komm, 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 komm. Bam, bam! Da, Schrot, Alter. Friss Schrot. Habe ich selbst gestopft, die Patronen. Und stopfe ich euch mein selbst gestopftes Schrot ins Maul. Oh, Kamerad hat Bertha scharf gemacht. Da steht die fette Bertha drauf, das wissen wir doch alle. Bertha steht aufs Scharfmachen. Komm her, hier, zack. Ui, ui, da ist noch einer. Sie will entschärfen. Nichts hier. Hier wird nicht entschärft. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, Granate zu spät geworfen. Nein, er will entschärfen. Nein. Bringt ihn um. Ja, Bertha ist doch noch in die Luft geflogen. Und mit ihr dieser Typ, der sie entschärfen wollte. Nice, nice, nice. So, dann müssen wir den Sektor noch räumen. Und dann ganz aufgehen zum nächsten. Denn wir haben wieder 75 Seelen zur Verfügung. Sieht sehr gut aus bis jetzt. Da. Ja, damit hat er nicht gerechnet, der kleine Hosenscheißer. Der Pickel am Ei eines räudigen Dorfgöters. Kumpel retten. Ja. Rettung, danke. Danke, Herr Arzt. Man sollte die Rettung doch Fachkräften überlassen. Danke raushauen. So, es ist
jedes Mal das gleiche, immer wenn ich versuche, Munition, immer wenn ich versuche, Leute zu retten, wird mir der Arsch weggeschossen. Von irgendeinem kaukasischen Schlepphodenfänger. Wie dem da. Achso, was ich noch sagen wollte, zu meiner Entschuldigung mit der Schrotflinte. Ich weiß, niemand mag Schrotflinten. Und niemand mag Schrotflinten. Ich weiß, ich auch nicht. Aber zu meiner Entschuldigung kann ich immer noch sagen, dass es nicht leicht ist, auf diesen weitläufigen Gebieten jemanden zu erschießen damit. Also man muss ja schon... Den werde ich wieder unterbrochen hier. Oh, ich werde gerettet. Man muss ja schon ziemlich nah ran an den Feind, um ihn mit der Schrotflinte... Danke. Um ihn mit der Schrotflinte über den Haufen zu schießen. Da lag die Sau. Ich dachte eigentlich, den hätte ich erschossen. So. Er hat zwar ein paar Schrotkörner abbekommen, aber man hat schon gesehen, auf diese Distanz ist da nicht mehr so viel Boden zu gewinnen. Damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. So, und ich war noch nicht einmal in die Nähe eines neuen Ziels gekommen jetzt hier. Und das muss ich auch mal langsam mal hinmachen. Sonst wird das hier nichts. Und ich krieg schon wieder einen auf den Pelz gebrannt. Von hinten irgendwie. Aua, und ihr habt den Hammer in der Hand. Aber erstmal in Sicherheit rennen. Rennen. So. Schon wieder kein Medikit dabei. Was für ein Scheiß. So, und jetzt... Zäum mich. Wie immer, das fährt von hinten auf. Der kluge Mann greift von hinten an. Friss! Und da hat sie wieder Schrot gefressen. Oder er. Was auch immer. Es war divers. Keine Ahnung. Hä? Er hat die Tür aufgemacht. Niemand da? Es spukt in der Hütte, spukt's alle. Da, und jetzt habe ich wieder die Arschkarte. Ich stehe kurz vor Ziel. Bertha! Eben hat man es ganz deutlich gesehen, dass man trotz Schrotflinte halt doch... Ja, mach scharf, mach Bertha wieder scharf. Ich gebe so lange Deckung hier. Ja, noch kein... Und da! Shit! Rettung! Siehst du, Typ 2A. Ich sag's doch. Mist, die Schweine haben wieder Bertha entschärft. Wir haben uns doch so angestrengt, die alte scharf zu machen. Okay, sehr gut, Jungs. Hier Munition. Keiner soll hier aber zu kurz kommen, du auch. Und du da hinten auch noch. Warte, jetzt. So, waren wir auf der Map doch. Da war einer. Habe ich gesehen, auf der Minimap. Ich gebe euch mal hier Feuerschutz, Jungs. Oh, da kommt eine ganze Meute. Munition. Ui. Bertha ist mit einem lauten Knall geplatzt. Sie war auch zu fett. Für ihre... Bertha ist gerade mit einem lauten Knall geplatzt. Für ihre... jungen Jahre. Shit. Danke. Danke, Arzt. Für ihre jungen Jahre war sie doch schon zu fett gewesen. Es konnte nur mit einem lauten Knall enden. Denn sie fraß... Au! Ständig Fast Food. Und ein Sniper. Guck mich nicht so traurig an. Ich kann doch nichts machen. Oh, Luftschlag erfolgt in Kürze. In der Kürze liegt die Würze. Stürmt, Jungs! In den Felsen gerannt. Wir haben Munition. Panzer, du fährst in die falsche Richtung. Von hinten pirsche ich mich an. Oder sagen wir seitlich. Oh, da war einer. Au, schnell rein in die Hütte. Komm, zeig dich. Nee. Das war nur ein Kumpel. Der hinterhältige Schütze wagt sich nicht hier rein. So, wen haben wir da drinnen? Wieder Bertha. Bam! Oh, hier laufen sie an mir vorbei. Also, wie nice. Geschenkter Kill. Motel 37, Level 6, Rang 6. Oder wie auch immer.
So, jetzt stürme ich mal hier zu Bertha rein. Ich nehme die fette Kuh im Sturm. Ich mache sie scharf. So, so. Bertha ist wieder entschärft worden. Naja. Typ 2R Schimmelpilz in seiner Drecksfickerecke. Danke, Doktor. Danke. Da haben sie ihm den Schädel weggeschossen. Das hat er auch nicht anders verdient. Komm zu Bertha, schnell. Nein, er rennt rein, ich krieg's ab. Gib mir ein Medikit, ein neues. Ach, da steht ja was. Ah, shit, Panzer, Alter, nein! Wieder im Kampf, wieder im Kampf. Ich stürme wie verrückt, wie blöd, rette ich meinen Kameraden. Ein bisschen Rettung kann nicht schaden. Oh, ja, stimmt ja. Ah, muss ja auch noch eine Aufgabe erfüllen. 3 von 5 Kameraden retten. Scheiße. Kampfgebiet zu Ende. Auf zum nächsten Sektor, Jungs. Stürmt! Ja, habe ich doch gerade gesagt. Stürmt! Ich mit meiner Schrotflinte. Ui, 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 ui. Oh, da liegt wieder einer. Ach, der Arzt kümmert sich schon um ihn. Dafür kriegt er Munition von mir. Huste ich ihn Zucker in den Arsch. Oder besser gesagt, Munition. 4 für 4 getroffen. Zack, zack. Ja. Ja. Weggemacht. Mit Schrot bringe ich euch den Tod. Oh, da schießt jemand. Warte, hier drüber. Schnell weg. Schießt, Schuss in die Fresse, in die Fresse. Hektik, Hektik bricht aus. Hier, Tippelschritte. Nein, wo? Ich höre sie überall laufen. Kommt rein. Wollt ihr mich mit einer Pistole erschießen, Alter? Bam! Ich hoffe, ihr seid jetzt satt. Hallo, Soldat. Ja, Kameraden. Lass mich mal durch, Digga. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Das hätte ins Auge gehen können. Weil er dort rumschmarotzt. Die Munition hast du dir eigentlich gar nicht verdient. So mache ich das auch, wenn ich immer von der Arbeit nach Hause komme. Gleich durchs Fenster. Auch ein Versorger muss sich versorgen. Schöner Schuss, schöner Schuss. Muss ich mich mal selber auf die Schulter klopfen. Ui, hier, Mensch. Ui, da flog wieder Ziel Bertha um die Ohren. Aber reißt mir mal gleich ganz schön ein Stück scheiß Leben ab. So, meine Damen und Herren, da ist er wieder, mitten im Kampf. Also nicht mitten, ich bin ja am Arsch der Welt gespawnt. Aber er ist wieder auf dem Weg Richtung Kampf. 4 Munition. Mach damit, was du willst. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Oh, wo steckt ihr? Aber dieses Mal ist niemand hier. Warum auch? Bertha ist ja schon wieder mit einem lauten Knall von uns gegangen und... lutscht gerade Antons Klöten. So, hier, da. Da, da. Wieder einer mit einer Pistole. Okay, Sektor räumen. Scheiße, da ist noch einer. Gib. Weiß gar nicht, was das hier für ein Gebäude sein soll. Soll das mal ein Hotel werden oder was? Ob das noch jemals fertig wird, mag ich zu bezweifeln. Denen ist das Holz ausgegangen. Granate, Granate. Nein! Aber man muss sagen, unsere Sanitäter sind auf Zack, also. Oh, hier ist wieder eine Granate. Na und Feuer.
Unsere Sanitäter sind echt auf Zack, Jungs. Aber jetzt bin ich wirklich tot. Was hast du getan? War denn dort genug für alle da? Und da ist er wieder. Und zack, 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 zack. Und nein, nachladen! Das war selbst für unsere Sanitäter zu viel. Und ich spawne wieder am Arsch der Welt. Mein ganzer Trupp hatte scheinbar ins Gras gebissen. Ich konnte jedenfalls bei niemandem ordentlich spawnen, so wie sich das gehört. Ich wollte eigentlich gleich wieder mitten ins Geschehen eingreifen. Jetzt muss ich meinen, und schon werde ich wieder beschossen, muss ich meinen kleinen zarten Arsch wieder versuchen, ins Kampfgebiet zu schleusen. Und hoffen, dass ich nicht allzu viele Treffer abkriege und im Gegenteil dort noch viel, 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 viel mehr Treffer austeilen kann. Mann, aua! Ich will doch bloß Leute erschießen. Ziel an und wurde entschärft. Das ist nicht gut. Oder? Nein! Die Mine! Nee, er hat mich erschossen. Ja, komm. Fresst, fresst von mir. Ich gebe gern. Ihr müsst bloß was sagen, Jungs. Dann schieße ich euch die Kaufpfosten weg. Wir müssen uns beeilen, Jungs. Geht's dir gut? Nein, geht so. Geht so. Oh, ich glaube, da oben war einer auf dem Dach. Erstmal provisorisch hier blind in die Gegend ballern. Kann ja nie schaden. Hier. Sie hat sich in der Munitionskiste bequem gemacht. So, jetzt. Erstmal klar Schiff machen, dann kann ich Kumpel retten. Scheiße, drei Leben? Das wird doch... Das verstehe ich nicht. Jetzt haben die auch noch Anton entschärft. Schnell retten hier. Wir müssen retten. Oh, ich bin auf dem Dach gelandet. Ups. Zeigt euch keine Seele mehr am Leben. Keine Seele mehr übrig. Nein, nein! Sieg! 42 Kills! Meep! Und plus 24 Mal gestorben. Geiler ran, geiler ran. Ich hab's doch gewusst. Die Schrotflinte bringt mir Glück. Senseless Survivor! Bester Trupp, sehr selten, sehr, sehr selten. Freue mich.